Herzlich willkommen in der Welt der interaktiven Geschichten. Ich bin Kiki und das ist mein heutiger Gast. Joscha. Wir spielen weiter die Geheimakte. Ach Quatsch. Geheimakte FBI Teil 2, a.k.a. Marionettenspieler. Nein, das ist die Kunst des Mordens, der Marionettenspieler. Ja, meine ich ja. Ja. Und wir befinden uns im Hotel. Wir befinden uns vor dem Hotel, nachdem wir den Tatort durchsucht haben und unser Aggressionspotenzial langsam gestiegen ist. Ein kleines, gemütliches, stilvolles Hotel. Und hier wohnen wir also, mitten in Paris. Und hier stehen Koffer rum. Und die Gäste müssen sich hier sicher fühlen, wenn sie ihr Gepäck stundenlang unbeaufsichtigt herumstehen lassen. Stundenlang. Wie lange bist du denn wir hier? Das wissen. Also ehrlich, Blumen. Wie schön. Tulpen. Ob die aus Holland sind? Man weiß es nicht. Haben Franzosen keine Tulpen? Ein Bonsai. Ob der aus Japan kommt? Achso. Der Schlüsselkasten ist ein Schlüsselkasten. Aha. Vielleicht müssen wir da irgendwann nochmal ran. Rezeption, hallo. Bonsoir. Ah. Hatten Sie einen angenehmen Tag? Einen hektischen. Dann sollten Sie in Ruhe etwas essen. Ich bin nicht sehr hungrig. Aber was können Sie denn empfehlen? Archive Parmentier. Ein Schmorgericht aus Kartoffeln und Hackfleisch. Ich hätte gerne etwas ganz Einfaches. Ich fürchte, wir servieren keine Pizza. Sie wissen doch, was ich mag. Denken Sie sich etwas aus. So. Woher soll er wissen, was wir mögen? Oder ist es ein Code für... Ich gehe nach oben, ich muss noch ein wichtiges Telefonat führen. Vielleicht ist sie schon ein bisschen länger da. Das kann natürlich sein. So, Klingel. Hallo. Der Besitzer ist doch hier. So ein Gesprächsbeginn wäre sicherlich überraschend für ihn. Aber nicht für dieses Spiel. So. Okay. Bei diesem Spiel überrascht mich gar nichts. Guck mal, ein Bambusstab. Ja, was kann ich für Sie tun? Achso, der beobachtet uns. Kannst du am Bambusstab ein bisschen runter oben? Nein. Egal. Die Speisekarte und ein paar Reisebüro-Prospekte. Na gut. Und da ist der Hintereingang. Ja. Achso, das findet er auch nicht gut. Was kann ich für Sie tun? Okay, dann gehen wir halt auf unser Zimmer. Langweiler. Ich mag diesen Raum. Auch wenn das Bett viel zu groß ist. Tja. Dann brauchst du wohl Gesellschaft. Dann bist du viel zu einsam. Armes Kind. Laptoptasche. Auch wenn die Laptoptasche einer Frau angeblich groß genug für alles ist, kann ich das jetzt nicht gebrauchen. Achso. Heutzutage wird die kleine schicke Handtasche immer mehr von schweren Laptoptaschen verdrängt. Dünn. Schreibtisch. Der Arbeitsplatz einer Agentin auf Geschäftsreise. Okay. Laptop. Achso. Ja, wir können einfach, jetzt einfach hier als die... Kamera anschließen. Keine Verbindung zur Antenne. Aha. Ja gut, hier ist die Antenne. Habe ich vergessen, sie anzuschließen. Okay, es funktioniert wohl nicht. Ha, wahrscheinlich hier. 12 Volt. Wahrscheinlich brauchen wir die Lampe. Okay. Wir basteln jetzt einfach mal was. Vielleicht ist der Anschluss nicht für Pariser Verhältnisse gemacht. Ich wurde gewarnt, dass es solche Probleme geben könnte. Ha. Ich brauche einen Adapter. Verstehe. Gut. Adapter. Da ist er doch. Und? Input 110. Aber Output 12 Volt. Ja, sollte doch stimmen eigentlich. Huch. Okay. Ich könnte ein paar Kabel gebrauchen, um das anzuschließen. So. Ganz einfache Drähte würden genügen. Denk nach, Nicole. Okay. Ja, vielleicht frage ich mal in der Rezeption, ob da irgendwas hat. Ja. Was habt ihr denn noch? Ah, Nachttisch. Oh, da ist aber nichts. Geht's zum Schreibtisch. Aber Hauptsache, du kannst Nachttisch kriegen. Genau. Frag mal den. Oh, was ist er denn? Dann klauen wir sein Laptop-Ding. Bing! Super, kommt aber keiner. Dann können wir einen Bambu klauen. Den Bonsai zum Beispiel. Auch. Nee. Ich liebe Bonsais. Ja, schön. Mhm. Aber den lassen wir da stehen. Wir meinen diese Bambu, oder? Ja.
Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Ach. Ach, Infoständer. Everything's a dildo if you're brave enough. Das ist doch kein Infoständer, das ist ein Schrank. Champagnerkorb? Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Okay, das will sie wahrscheinlich noch nicht nehmen. Ich liebe solche Spiele. Lieber später. Ja, ne, erst. Erst brauchst du einen bestimmten Anlass dafür. So, was gibt's denn hier noch so? Hier gibt's noch ein Café. Aha, da sitzt er ja. Ah. Aha. Jack and the Ladies. Ja, ja. Pierre. Mhm, man hat also ein Date. Hilfe. Da sind Sie ja. Ich muss Sie um etwas bitten. Wollen Sie sich zu uns gesellen? Sylvie Leroux, Miss Bonnet. Hey, wie geht's Ihnen? Freut mich, Sie kennenzulernen. Womit kann ich Ihnen? Der Name sagt mir auch was. Ich glaube, die spielt auch neben dem Abenteuer. Ich kann mein Telefon nicht aufladen. Ich habe oft Gäste mit diesem Problem. Deswegen kaufe ich ab und zu solche Adapter. Ah. Großartig. Nur nehmen viele Gäste bei der Abreise die Adapter einfach mit. Im Augenblick habe ich leider keine. Oh. Wo kann ich welche kaufen? Jetzt gerade wahrscheinlich nirgendwo. Aber gleich morgen früh kümmere ich mich darum. Ach so. Schade, dass das nicht eher geht. Aber danke. Was ist mit Ihnen, Sylvie? Haben Sie keinen? Ich kenne das Problem, aber ich habe leider auch keinen. Ich habe ihn auf Malta vergessen. Ja, ich glaube, Sie sind in Ihrem Abenteuer. Warten Sie bei uns auf Ihr Essen? Lass dich mal inspirieren, ne? Bitte kommen Sie gleich wieder. Das Essen ist fast fertig. Hör auf, den Dreier zu verprügeln. Entweder passiert's oder passiert's nicht hier. Ein Stück Draht hätte ich gerne. Ein kurzes Stück Draht. Wozu brauchen Sie das? Ich muss etwas aus meinem Laptop bekommen. Wie wäre es mit einer Haarnadel? Ich habe ein paar Haare. Oh, perfekt. Vielen Dank. Kein Problem. Ich gehe nach oben. Einen schönen Abend noch. Ja, Ihnen auch. Oh ja. Bitte kommen Sie gleich wieder. Das Essen ist fast fertig. Nein. Kümmere dich erstmal um eine. Eins nach dem anderen, mein lieber ja, Pierre. Ey, da blamiert sich mal nur. Okay, jetzt haben wir eine Haarnadel. Schauen wir mal, ob das jetzt funktioniert da mit dem Anschluss. Ist das nicht viele Leute schon mal gestorben? Irgendwie schon. So. Ach, kaputte Haarnadel. Okay. Aha. Nee, nee, don't do that. Hat sie aber. Also, liebe Kinder, ne? Habe ich vergessen. Achso, jetzt müssen wir. Jetzt müssen wir wahrscheinlich die Lampe auch noch anschalten wieder. Genau. Und dann? Ah, guck mal, jetzt blinkt. Da leuchtet was. Ja. Wow, voll Hightech. Okay. Was ist das denn für ein Ding? Egal. FBI, VPN. Ja. Sie sind abgeschickt. Ah. Jetzt kümmern sich unsere Spezialisten um die Bilder. Ja, das ist doch das, was wir wollten. Telefon! Oh, Ruth! Ah! Hallo? Hallo! FBI-Büro New York, was kann ich für Sie tun? Ruth? Noch bei der Arbeit? Hier ist Nicole. Ich habe eine Frage. Und du bist es, Liebes. Wo bist du denn im Dschungel? Sehr fassig. In Paris. Es ist nur ein Dschungel drum. Ja. Wieso von mir? Was soll ich denn tun? Gib sie Nick, er soll sie sich ansehen. Nick? Du hast heute keinen Sinn, er ist länger nicht da. Nick ist nie da. Dann gib sie Fred und frag ihn, ob er sie mit dem Material über den Puppenspieler vergleichen kann. Mach ich. Irgendwas mit dir? Nein. Die Position und Befestigung der Leiche, der zerbrochene Spiegel, der Abdruck auf dem Glas. Er wird es schon wissen. Wann kommst du denn wieder? Bald, denke ich. Ich kann ihr nicht viel tun. In Paris? Da kann man die ganze Nacht feiern. Wie geht's meiner Kätzchen? Ja. Apropos, wie geht's denn? Ja, wie geht's denn, Pierre? Bis bald. Habt ihr nach mir gefragt? Mehr oder weniger. Ja. Okay. Ja, das wäre also dies. Und dann schlafen wir oder was meinst du? Ich weiß nicht, was wir tun. Ich habe keine Ahnung, was wir tun. Aha. Ach, nochmal Telefon. Jetzt sag uns jemand, was wir tun sollen. Ja. Inspektor Petit. Aha. Schön, Sie zu hören. Hat Ihnen der Polizist immer so das abgefuckte Polizisten. Ja, danke. Wir werden es analysieren. Wenn ich Sie noch darauf aufmerksam machen dürfte, dass... Vielleicht später. Vielleicht. Die Polizei hat mich um einige Informationen gebeten. Mhm. Ach ja? Es gab noch einen Mord. Ah. Wahrscheinlich derselbe Täter. Wo? Ist der schnell. Auf dem Montmartre. Dann gehe ich dorthin, okay? Okay. Wie immer Sie wollen. Sie müssen aber selbst dorthin finden. Rue de Nouveau, 513. Gut, danke für den Anruf. Gute Nacht, Mademoiselle. Alright.
Dann müssen wir das wohl tun. Was denn? Ach, hier ist irgendwas Neues. Oh, Mietwagenwerbung. Das passt ja ganz gut. Wie praktisch. Okay, vielleicht fragen wir mal den... Hör auf, den Kopf zu blocken. Doch, da kann ich jetzt keine Rücksicht drauf nehmen. Der hat noch den ganzen Abend Zeit. Guck mal, da kommt er schon. Ja, was kann ich für Sie tun? Was? Ein Gespräch aufnehmen vielleicht? Ich möchte einen Spaziergang machen. Ich kann nicht schlafen. Der Jetlag, Sie wissen schon. Ich würde gerne ein bisschen spazieren. Was können Sie mir denn empfehlen? Um diese Uhrzeit den Place du Tertre. Oh, der Künstlerplatz. Eher ein Touristenplatz. Aber die Atmosphäre ist sehr schön. Für ein paar Euro bekommt Sie... Touristenkunst, so Budget. Ich weiß nicht. Sie sind doch so schön. Sie werden schon begeistert sein. Ja, so Mainstream-Kunst für Hipster-Touristen. Genau, ich hätte gerne einen Wagen. Vielleicht sollte ich mir ein Auto mieten. Da muss ich nicht immer Taxis rufen. Gehen Sie danach noch aus? Ich weiß noch nicht. Tagsüber haben Sie mit dem Auto keine Chance in der Stadt. Sie sollten die Metro nehmen oder den Bus. Aber um diese Uhrzeit sollte es doch gehen. Vorausgesetzt, Sie finden einen Parkplatz. Egal, ich brauche ein Auto. Oh lala, es ist spät. Ich weiß nicht, ob wir eins für Sie finden. Immer negativ. Nein, eben morgen. Na gut, in Ordnung. Okay. Dann hier hätte ich jetzt gerne ein Taxi. Taxi rufen? Sicher, aber was ist mit dem Abendessen? Können Sie es kalt stellen? Aufgewärmt schmeckt es aber nicht so gut. Tja, nun... Henri, hier ist Pierre Montagnac. Schick doch bitte ein Taxi zu meinem Hotel. Ja, gleich. Das Taxi kommt sofort. Sehr gut. Ende des Gesprächs. Danke, das war alles. Okay. Dann gehen wir mal. Ohne meine Kamera gehe ich nirgendwo hin. Na gut, dann holen wir die Kamera. Das könnte sie aber oben im Zimmer gesagt haben. Wäre schön, ne? 22 Doppelklicks früher. Nehmen wir die Kamera mit. Alright. Wow. Schon sind wir da. Okay. Siehst du mal, so schnell geht das. Ha. Stalker. Gustav. Aha, David Duho. David Duho. What? Also. Mulder. Du hier! Film des Tages, beziehungsweise Serie des Tages, die X-Files, muss man sich angucken. Mit Dillian Arnold und David Duchovny. Ja. Ziemlich cool. Ja. Alter, war halt. Ich brauche so ein Fortbewegungsmittel nicht. Kinderwagen, auch Briefkasten. Da steckt etwas im Briefkasten. Ach was. Ticket. Klingel mal. Hallo. Für einen unangekündigten Besuch ist es jetzt schon zu spät. Fucking FBI, Bitch. Ja gut, das ist vielleicht irgendein Nachbar. Durch das Fenster steige ich nicht ein. Also, vielleicht später. Wo? Vielleicht müssen wir noch eine... Ja. Aha. Wir kennen uns doch. Hallo. Sie durften nicht weg, wie? Dabei war ich schon fast draußen. Der Alte muss mich hassen. Da sind Sie nicht allein. Und er ist auch nicht allein. Diese Kriminellen lassen uns immer am Wochenende arbeiten. Was wissen Sie über das Opfer? Es ist ein Mädchen. Sie war Stammkundin. Warum bringen sich die Männer nicht einfach gegenseitig um? Gibt es Beweismittel? Glauben Sie mir, der Inspektor war schockiert, als er gesehen hat, was Sie alles eingesammelt haben. Das denke ich mir. Aber jetzt interessiert mich dieser Mord. Dasselbe Vorgehen. Wie der Puppenspieler? Wem gehört diese Wohnung? Einem Jack Dupree. Ein Landsmann von ihm. Die Nachbarn haben einen Streit mitbekommen. Das ist interessant. Haben Sie schon mit ihm gesprochen? Wo kommen wir denn hier? Aus England oder US? Wenn er Zeit hat. Ist diese Besserwisserin hier? Schicken Sie sie rauf. Ich komme später wieder. Sieht aus wie eine Werkzeugkiste. Vielleicht finde ich darin etwas Nützliches. Ja? Sieht aus wie eine Werkzeugkiste. Also. Vielleicht finde ich darin etwas Nützliches. Okay. Nee. Ich komme später wieder. Okay, Schrank.
Das ist eine sehr interessante Tasse. Ein Schrank voller Müll. Achso, da wollen wir also nichts. Gehen wir mal da rein. Aha, nächstes Opfer. Inspektor wieder. Ich bin hier, Inspektor. Oh, was tut eine wunderschöne Frau wie Sie hier? Sie sollten sich die schönen Seiten von Paris ansehen und nicht solche Löcher. Hör auf, Benne! Das war schon auf dem Montmartre. Das wäre nicht nötig gewesen. Wir schicken Ihnen alle Daten, die Sie brauchen. Alle, die Sie gefunden haben. Also warum ja. Sie mir nicht etwas? Aber die andere Leiche, die lassen wir so stehen und der frischere hängen wir schon ab. Und ja, alles. Mein Name ist Jack Dupree. Gar kein Problem. Ohne Fotos, ohne gar nichts. Ein paar Wochen. Passt auch auf Ihr Puppenspiel. Wir müssen die Daten überprüfen. Irgendwelche Spuren, Fingerabdrücke? Ja, sie werden gerade verglichen. Und wer ist das Opfer? Jacqueline Laurent. Auch Jacqueline. Zurück. Diesmal vom Moulin Rouge. Den Haken und Seile nach zu urteilen, wurde sie auch so gut. Er hat sie so über den Boden aufgehängt, als würde sie gerade einen Grand Jeté machen. Da, wo der Blut fließt. Blut? Das klingt aber nicht nach dem Puppenspieler. Mhm. Er hat seine Opfer immer ganz sauber positioniert. Ach, diesmal musste es vielleicht schneller gehen. Man denkt immer, diese Irren wären unfehlbar. Aber manchmal unterlaufen auch ihnen Fehler. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe es einmal mitbekommen. Was ist mit der Puppe? Nein, gut. Hat er eine Puppe zurückgelassen? Nein. Aber höchstwahrscheinlich hat ihn jemand überrascht. Haben Sie Zeugen? Ja, eine Frau, die hier wohnt. Hat sie den Mord gesehen? Nein. Aber wir sind dem Täter ohnehin nicht auf der Spur. Natürlich. Kann ich bei der Vernehmung dabei sein? Wollen Sie wirklich mit uns in einem stickigen Zimmer sitzen? Ja, das will ich. Dreckig. Meine Arschung. Wir haben ihn noch nicht wirklich, aber das ist eine Sache von Stunden. Es ist sehr wichtig für uns. Wir müssen wissen, ob es der Puppenspieler ist oder nicht. Und das werden Sie auch erfahren. Wir quetschen ihn aus wie eine Zitrone. Ihr habt ihn nicht mal. Kann ich darauf zählen, dass Sie mich anrufen, wenn... Ja, ja. Sie wissen schon. Ich versuche es. Aber wenn man so viel zu tun hat wie ich, kann man so etwas schon vergessen. Oh nein. Mhm. Danke für Ihre Mitarbeit. Mit Ihren Vorgesetzten sprechen. Aber das ist nicht ganz dasselbe, wie mit einem Kollegen zu sprechen, der vor Ort arbeitet. Ich gehe bald wieder zurück in die USA und will meinem Boss etwas liefern können. Mhm. Er macht Ihnen das Leben wohl auch nicht recht. Das sehe ich an Ihrer Ein- und Hartnäckigkeit. Ja. Ich wusste, Sie würden es verstehen. Immerhin sitzen wir beide gerade nicht gemütlich in einem Café. Ich hoffe, es war immer Gelegenheit, uns besser kennenzulernen. Privat. Ach, ja, doch. Beruflicher Kontakt stört die wahre Beziehung zwischen Menschen. Hier ist meine Karte. Aha. Okay. Oh ja. Oh Mann. Ich komme sicher einmal wieder zu Besuch. Ich liebe Frankreich. Mein Vater stammt von hier. Aha. Wirklich? Ah, deswegen auch der französische Nachname. Mein Vater kann stundenlang über die französische Küche und über Weine sprechen. Ich wusste, dass Ihr Sternzeichen nicht Hotdog ist. Was? Ich wusste, dass Sie eine brillante Intuition haben. Vergessen Sie den Fall. Und gehen in ein gutes Restaurant. Genießen Sie das Leben wie ein gutes Abendessen. Ah. Wie Sie sehen, erlebt nicht jeder den Hauptgang. Oh, mein. Kann ich mich umsehen? Das müssen Sie. Diesmal haben wir alles wirklich gründlich. Ja, sicherlich. Das wollte ich damit insbesondere, wenn er das sagt. Wir schicken Ihnen alle nötigen Informationen, aber bitte schnüffeln Sie hier nicht noch mehr herum. Och, schauen wir mal. Lassen Sie mich wissen, wenn etwas passiert? Vergessen Sie den Fall. Das wird Ihnen gut tun. Ach, hör doch auf. Schreibtisch. Fassen Sie bitte nichts an. Ach, ich guck ja, gerne. Ich guck ja bloß genau. Fassen Sie bitte nichts an. Nee. Sieht aus wie eine Werkzeugkiste. Vielleicht finde ich darin etwas Nützliches. Déjà-vu. Mhm. Ja, okay. Vielleicht fragen wir mal die Nachbarn. Ich sollte die Beweise fotografieren. Ach, jetzt also doch. Okay. Seile mit Haken. Okay, noch was? Vielleicht der Inspektor? Weg, weg. Diese Objekte passen nicht zusammen. Okay, das ist unfotogen. Alles klar. Diese Objekte passen nicht zusammen. Ja, dann. Ich sollte die Beweise... Ach, hör doch auf. Wette. Welche denn? Guck mal, die Leiche haben wir nicht. Den Inspektor wolltest du nicht. Vielleicht den Schreibtisch? Warum den Schreibtisch? Egal.
Macht ja nichts. Poster. Hä? Hm? Kann ich im Poster gucken? Geht nicht. Ah, das geht also nicht. Wow, der ist echt alt. Wahrscheinlich laufen darauf nur Stummfilme. Eine afrikanische Ritualmaske. Ich glaube, die ist echt. Das funktioniert nicht. Ah, okay, was gibt's denn hier noch so, was man eventuell fotografieren könnte? Das Fenster und das Rad. Fenster und... vielleicht geht sie ja jetzt. Ich habe ja jetzt schon ein bisschen was fotografiert. Ah, oh. Voll random. Na gut. Ich quatsch nochmal mit dem. Zeugin. Stimmt es, dass jemand den Täter gesehen hat? Ja, die Dame in Wohnung Nummer 12, ein Stockwerk tiefer. Aha. Was hat sie gesagt? Sie ist im Gang an Dupree vorbeigegangen, etwa um die Tatzeit. Ich würde sie gerne sprechen. Ist sie zu Hause oder auf der Polizeistation? Sie ist... zu Hause, aber sehr verängstigt. Wie heißt sie? Agnes Rocher. Ich versuche, mit ihr zu sprechen. Ich versuche das mal. Ich spreche mit der Frau. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob sie bereit ist, mit Ihnen zu reden. Ach. Gucken wir mal. Hallo. Bing-dong. Hallo. Was? Guten Abend, mein Name ist Nicole. Ich würde gerne kurz mit Ihnen sprechen. Madame Rocher, es tut mir leid, dass ich Sie so spät noch belästigen muss, aber ich muss mit Ihnen über den Mordfall sprechen. Ich habe doch schon alles gesagt und jetzt lassen Sie mich in Frieden. Nur ein paar Fragen. Ich kenne Sie nicht. Okay. Ich muss mit Ihnen über den Mord reden. Lassen Sie mich in Ruhe. Dann nicht. Vielleicht gehen wir nochmal mit der Visitenkarte dahin. Inspektor Petit ist beschäftigt, aber er hat mich geschickt, um Ihnen ein paar Fragen zu stellen. Lassen Sie mich schlafen. Ich bin völlig am Ende nach allem, was passiert ist. Madame Gaucher, es tut mir leid, aber es ist wichtig. So. Dieser Mann darf nicht frei herumlaufen. Französische Polizeiarbeit, ne? Also Jesus. In Amerika dann. Und mein Leben zählt für nichts. Oh, fucking du! Du kriegst aber noch 6 Monaten Gefängnis, nur weil du wegen dich geweigert hast, das zu sprechen. Behinderung der Ermittlungen. Er rannte raus, als hätte er es eilig, seine Geliebte zu sehen. Ich habe ihn nur von hinten gesehen, aber es war ganz sicher dieser Amerikaner. Ganz Jack Dupree? Ja, ich hab den schon öfters von hinten beobachtet. Dieselbe Größe, selbe Haarfarbe. Das war schon gesagt. Was für ein Mensch war dieser Dupree? Davor? Er war nett, aber hat nie viel gesprochen. Er konnte nicht besonders gut Französisch sprechen. Und ist Ihnen irgendetwas Ungewöhnliches aufgefallen, außer dass er in Eile war? Ich weiß nicht. Irgendetwas Metallisches fiel auf den Boden. Als hätte er seine Schlüssel verloren. Aber es war kaum zu hören. Okay. Danke. Schlafen Sie gut. Ohne meine Tabletten kann ich sowieso nicht schlafen. Ach. Na gut. Gut zu wissen. Vielleicht kannst du mit der Visitenkarte den Dings anrufen. Nee, die habe ich nicht mehr. Achso. Ich guck mir mal. Das haben wir hier draußen. Ah, guck mal. Gullideckel. Der hat irgendwas fallen lassen, so habe ich das gerade gehört. Cockring. Ja, fast. Goldenen Cock. Klebeband? Nein, nicht so. Dann brauchen wir wahrscheinlich das Werkzeug. Ja gut, aber bevor wir das machen... Speichern wir. Genau. Und sehen uns einfach mal in der nächsten Folge wieder.